Kenji Höfels, Gratulation heute. Erstes Heimspiel der Saison, erster Sieg. Ihr habt euch eine Halbzeit wahnsinnig schwer getan. Fehlt da so ein bisschen die Lockerheit? Zur Pause stand es 11:11. Ja, weiß ich nicht. Also klar ist man ein bisschen nervös. Viele spielen das erste Heimspiel hier für Torstein Lübecke. Aber ich denke, dass wir in der ersten Halbzeit auch schon viele Dinge richtig gemacht haben. Wir haben einfach ein bisschen zu viel verworfen. Man musste so ein bisschen an zwei, drei Schrauben drehen. Aber der Weg, der war schon mal richtig. Und in der zweiten Halbzeit haben wir es dann halt deutlich besser gemacht, ja. Ist das, was wir in der zweiten Halbzeit gesehen haben, der TuS, wie ihn sich der Trainer auch vorstellt, mit viel Tempo und mit richtig Konzentration und Entschlossenheit? Ja, wenn man dann irgendwie in der zweiten Halbzeit einen neuen Tore-Vorsprung rausspielt, dann denke ich schon, dass das halt der Maßstab sein kann, ja. Also darauf kann man auf jeden Fall aufbauen. Und wenn wir so spielen, wird es, glaube ich, ziemlich schwierig, uns zu schlagen dieses Jahr, ja. Du hast in der zweiten Halbzeit 4 blitzsaubere Tore gemacht. Ja, hast du auch erst so ein bisschen gebraucht? Man hatte am Anfang den Eindruck, ihr wart alle so ein bisschen kribbelig. Zweite Halbzeit hast du vorne 4 glasklare, schöne Tore gemacht. Ja, danke. Man muss halt immer auch ein bisschen auf seine Situation warten. Jetzt nur aufs Tor zu werfen, weil man ein Tor machen möchte, ist halt nicht immer richtig. Ich hatte halt in der ersten Halbzeit das Gefühl, dass die Chance noch nicht da war. In der zweiten waren halt dann umso mehr da und ich denke, die habe ich genutzt. Und ja, klar, man ist ein bisschen kribbelig, ein bisschen nervös, habe ich ja schon gesagt. Ich denke, es soll uns auch erlaubt sein. Müssen wir vielleicht im nächsten Spiel ein bisschen früher abschalten. Aber ist normal, so ist der Sport. Und wichtig ist, dass wir das Spiel noch gedreht haben, ja. Lass uns ein bisschen teilhaben. In der zweiten Halbzeit kam ja auch die Kulisse nochmal richtig. Also da kam richtig Unterstützung. Wie war das dann so als Spieler? Macht doch Bock, oder? Sehr schön, ja. Also ich war echt überrascht, was für eine tolle Stimmung hier ist. Das hat riesen Spaß gemacht. Sie haben uns echt so irgendwie durchs Spiel getragen. Das hat man richtig gemerkt und man hat auch irgendwie auch gemerkt, dass das Publikum irgendwie auch so ein bisschen Sehnsucht nach so einem Erfolg hatte. Und ich bin einfach nur froh, dass wir irgendwie den Zuschauern auch was zurückgeben konnten heute. Per Mertesacker würde jetzt wahrscheinlich sagen, ihr müsst jetzt in die Eistonne, weil am Sonntag nicht mal 48 Stunden das Spiel in Nordhorn. Ja, wir haben tatsächlich eine Eistonne, aber da gehe ich nicht rein. Also ja, klar, Sonntag ist das nächste Spiel. Ich denke, morgen eine lockere Einheit, sich auf Nordhorn vorbereiten. Ja, und dann geht's schon weiter, ja. Danke dir.